Wir haben nämlich die geballte Ladung Scham, Witz und Geist heute bei uns zu Gast. Ja, das bin ich. Hallo, mein Name ist Olli Briesch. Kenne ihn nicht. Läuft. Auf geht's. Hast du schon eine Idee? Ich? Nö, ich dachte du. So. Wie ist denn mein Passwort? WDR. Christian, mustert mein Anzug. Was fällt dir auf? Ich kenne dich so gar nicht. Mit Krawatten, so toll. Ne? Was Kleider machen können aus Menschen. Beeindruckende Bilder und jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen, Klaus Kleber. Einen schönen guten Morgen. Wenn man die Dokumentation sieht und vor allem mit mehr Hintergründen das Buch liest, das ist schon fast eine Apokalypse, die Sie da beschreiben. What are you here for today, Ollie? Ich reibe mir gern samstags mit Alt den Oberkörper ein und singe Lieder von Nickelback. Never made it as a wise man. 43% der deutschen Kinder scheitern beim Turnunterricht daran, was zu erreichen? Die Turnhalle zu erreichen. Wir zahlen aktuell 3,5 Cent für die Förderung von Solaranlagen, von Windkraftanlagen. Frau Merkel hat versprochen vor einem Jahr, Strom soll für alle bezahlbar bleiben. Werden Sie am 15. Oktober sagen, wir zahlen demnächst mehr für den Durchschnittshaushalt? Also erstmal, ich werde ja diese Zahl nicht bekannt geben. Ich rechne sie auch nicht aus. Das macht die Bundesnetzagentur? Das macht die Bundesnetzagentur. Ihr habt seit Monaten ein Herz aus Stein in den... Ist ein Typ, den haben wir gefunden im mittelmäßigen deutschen Rundfunk, im MDR. Weil er hat da eine Castingshow für Steine. Ja, ihr lacht, damit kann man richtig Kies machen. Jetzt denke ich mir immer, wenn ich nicht einschlafen kann, ach, ist egal, komm, 2 Tage, schaffst du auch ohne Schlaf. Muss mal gehen. Du nimmst Kaffee zum Hochfahren, nimmst du auch schon was zum Runterfahren oder ist das noch tabu, irgendwelche Hilfsmittel einzusetzen? Woran denkst du? Ja, hallo. An Tabletten oder es gibt ja Leute, die wirklich sagen, okay, ich brauche so einen Baldrian. Also zum Einschlafen jetzt, oder? Ja, das meine ich. Was habe ich gesagt? Ja, das klang jetzt so, als wenn ich aus der Sendung komme und erstmal ein Joint rauchen würde oder sowas. Hier. Hey Jungs, pass mal auf, folgende Info. Er hatte irgendwas verstellt, dass man meine Stimme nicht mehr hören konnte. Und ich stand dann da. Und draußen sah ich nur die Gesichter von den Kollegen, die dann draußen standen. Und wir haben so gelacht. Ja. So kenne ich euch eigentlich gar nicht. Mal sauber. Schön, dass es wenigstens Ihnen gefallen hat. Ich fand's schön, aber ich bin jetzt auch froh, dass es rum ist.